Hallo, dieses Update kommt von der Frankfurter Buchmesse, wo wir das neue Buch Cool im Kreuzfeuer vorstellen. Total spannend, heute schon Vortrag gehalten und super Gespräche. Was ich dir mitgeben möchte aus dem neuen Buch ist der wichtige Dreiakter, wenn du angegriffen wirst. Die Polizei sagt es schon, nie auf den Täter zugehen und die Energie beim Täter verschwenden, sondern das Opfer aus dem Zugriff des Täters nehmen. Bist du selber das Opfer, machst du den klassischen Dreiakter. Der erste Schritt ist der demütige Schritt zurück. Aber es geht nicht darum, demütig dem Täter gegenüber zu sein, sondern deiner eigenen Kraft gegenüber. Wenn du merkst, es geht nicht, du kriegst es jetzt so nicht gesteuert und nicht in den Griff, dann trittst du einen Schritt demütig zurück, kommst wieder zu dir, bekommst einen klaren Kopf, kommst zurück in deine Kraft. Für den nächsten, den zweiten Schritt. Den gehst du nicht auf den Täter zu, im Gegenteil. Du überspringst ihn, du springst hinter die feindliche Linie, um in das System des Täters einzudringen und zu verstehen, was passiert da, wie ist der Modus operandi. Und wenn du das geschafft hast, dich umgeschaut hast, die Strategie begriffen hast, dann kommt der dritte Schritt. Das ist der Schritt zurück zur Ziellinie, da, wo du eigentlich hin wolltest ursprünglich. Und auch hier greifst du den Täter nicht an. Nein, nein, du greifst auf, was der Täter tut und zerrst es in die Öffentlichkeit. Und Aufklärung ist das, was es braucht, denn das ist der beste Territorialklau, den du betreiben kannst, Tätern gegenüber. Have fun.